funktioniert auch einfach. Okay. Einen Moment. Wo ist die 2? So, ich muss jetzt noch den anschließen. Strom, komm, arbeite, tu was, produziere, jetzt. Hallo? Hi. Achso, guck mal. Okay, die Produktion läuft. Ein Förderband muss ich noch bauen und dann kann ich gerne rüberkommen. Jo. Mach dein Inventar aber vorher bitte leer. Okay. Wo entleert der jetzt? Ich hoffe einfach mal, das ist der hier. Oh nein. Okay. Da. So, doch mal, es geht hier nicht um Schönbau. Hier geht es nur um die Funktion. Im Moment noch, ja. Ernsthaft, mit dem Stein komme ich da jetzt nicht ran. Was soll denn die Scheiße? Okay, weg damit und weg damit. Verschwindet das auch? Warum ist das Förderband einfach in die falsche Richtung? Ich sollte aber jetzt in die falsche Richtung, sondern der Scheiß. Förderband, 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 Förderband. Da. Dann dürfte das wieder eigentlich der richtige Kollege sein. Ja. Okay. Förderbänder sind angeschlossen, dann Inventar entleeren, hast du gesagt? Ja, und hochkommen. Warum muss ich es eigentlich entleeren? Ich meine, wenn ich sterbe, sammelt sich auch eh alles wieder ein. Ja, aber dann kannst du leichter respawnen. Ach. Weil ich brauche ein bisschen, bis ich unten bin. Ach, scheiß drauf. Warum haben wir eigentlich einen Aufzug dafür? Ja, pack dir genügend Essen ein, ne? Das Befugnis auf dem Weg hin. Brauchen wir für ein G-Landepad, da brauchen wir 15 Eisenstäbe, 20 Kabel und 200 Biomasse. Was? Für ein G-Landepad. Brauchen wir später. Jetzt nur mal von der reinen Logik her, du brauchst die ganzen, wie heißt's? Diese Betondinger, die brauchst du für das Fundament, ne? Beziehungsweise, Alter, warum hast du hier kein Geländer gebaut? Brauchen wir heute gar nicht mehr. Also für die normalen Fundamente und Rampen, wo auch Fahrzeuge drauf fahren können, braucht man ausschließlich Beton. Genau. Obwohl das nach Metall aussieht, aber ja. Genau. So, und jetzt hast du dann deine Gelpads und dafür brauchst du 200 Betonstücke. Nein, Biomasse. Also, ich bin irgendwie an Betonmassen. Aber für das, was ich hier gebaut habe, habe ich wiederum keinen Beton verwendet. Scheiße. Sondern nur Eisen. Eisenplatten und Eisenstäbe. Alter, ist das viel. Komisch, ne? Obwohl die Fundamente. Alter. Also, ich hoffe, du bist irgendwo da, ne? Ich sehe die Map gerade das erste Mal so weit von oben. Also, ja, lebendig. Ich sag mal so, lebendig sehe ich sie gerade. Ja, von hier ganz oben siehst du nur noch Teile der Map, wo du eigentlich gar nicht hinkommst, weil die wahrscheinlich nur aufgemalt sind. Ja, schätze ich jetzt einfach mal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da hinkommen kann.
Internet. Ich würde gerne wissen, ob du ins Wasser fallen kannst ohne Probleme. Ja. Weißt du gerade, wo hier unten Wasser ist? Nee. Ich sehe von hier oben halt gar nicht. Das sind die Wasserfälle da hinten, aber da kommst du von hier aus nicht hin. Aber der Himmel wird langsam dunkel bei mir. Ja, warum brauchst du das ohne Geländer? Mensch, das passt schon. Alter. Arbeitsschutz, wer braucht's? Es gibt extra Ecken. Ah, da bist du ja da hinten. Hi. Scheiße. Hi. Schon wieder keine Ecken. Ah. Ganz langsam. Erste Mal, ob du da gehen kannst. Ich weiß nicht, ob das nur einfach eine Textur ist. Ernsthaft? Ja, genau das. Ja, so viel dazu, ne? Wir sehen uns dann unten. Ich wusste es nicht. Und ich versuche direkt vor dem unserem Stützpunkt zu landen. Oh Gott. Hey, so sieht ganz der Weg erstmal runter. Und okay. Ich bin tot. Scheiße. Sollen wir das eigentlich abbauen wieder? Ja, klar. Warum brauchen wir das nicht? Nö. Brauchen wir alles nicht. War bei dir auch Nebel dann? Wie, wo war es Nebel? Ja, konntest du noch runter gucken? Ja. Ganz oben? Achso. Nee. Nee. Na, dann baue ich das gleich mal alles ab wieder. Jo. Ich kann erst was gucken. Ach, du hast dich schon wieder belebt. Ja, ja. So, jetzt komm ich extra runter. Vielleicht. Nee, nee, kannst du oben anfangen. Förderband läuft. Ich will gucken, wie ich das jetzt mache mit dem LKW. Achso, Strom fehlt ja noch. Strom. Pass. Aha. Was hat er jetzt gemacht? Oh oh. Okay, nee, entladen hat er hier noch nichts, oder? Nö. Ich hoffe, der Kofferraum ist auch leer. Na gut, jetzt ein bisschen Biobrennstoff, dann ist es ja okay. So. Dann mal gucken. Es kann sein, dass ich den jetzt extra in der Fahrt programmieren muss. Controls. Vehicle-Menü. Ah. Aufnahme starten. Ach, du musst den Weg jetzt einmal fahren, oder wie? Genau. Ach, dann war das mit Aufnahme, verstehe.
jetzt eigentlich nur Autopilot aktivieren. Hä? Autopilot aus. Autopilot an. Jetzt müsstest du eigentlich aussteigen, dann müsstest du das Ding jetzt eigentlich selber fahren, oder? Nee, keine Ahnung. Okay, der Wagen fährt. Ja. Wie gibst du ihm denn die LKW-Station an? Die nimmt er automatisch, sobald du da dran gefahren bist. Der weiß jetzt den Weg dann auch zurück, oder? Ja, ich bin jetzt einmal hin und einmal zurückgefahren. Ach so. So, jetzt packt ihr dann eine Kiste rüber. Ich hoffe, da ist was drin. Dann irgendwie... Will das Fördermann den jetzt dann nicht weiterschicken? Komischerweise. Jetzt fährt er die Strecke quasi wieder zurück. Ja. Und ich hoffe, dass er das jetzt theoretisch hier auslädt. Was immer der jetzt dabei hat. Wenn der was dabei hat. Wenn du in die Kiste hier Sprit tust, dann fühlt er selber nach. Ich wurde gerade überfahren. Auf einem LKW. Aua. Fährt er weiter? Nochmal. Ah, fuck, dass ist die Bio-Brennstoffzelle rausgeschmissen, weil die im Lager waren. Scheiße. Ja, gut. Egal, die sortiere ich nachher aus. Aber okay, das Entladen sollte funktioniert. Ja, ist doch schon mal. Ich glaube, jetzt muss ich jetzt hinter mal den Förderband nochmal umändern, weil ich glaube, der ist einfach nur im falschen Slot drin. Aber cool. So. Ich glaube, in die anderen Tank, die ganz links kommen, also in den Anschluss ganz links, kannst du Biomasse oder sowas, glaube ich, einlagern. Also den Treibstoff. Bei der LKW-Station? Ja. Ah, okay, jetzt wird das hier gelagert. Ah, okay, in der LKW-Station wird es gelagert. Also der füllt das ja automatisch nach, ne? Wenn. Genau. Beim Sprit da ist. Das einzige Blöde ist jetzt halt, dass es echt da hinten Biobrennstoff durchläuft. In durch unsere Kupferanlage, durch die Schmelz und so weiter. Ich hoffe, das geht da durch und blockiert da jetzt nicht alles. Ja, kannst du ja per Hand aufsammeln. Ja, wie per Hand aufsammeln? Wenn das auf den Förderbändern ist. Geht das? Du gehst auf den Förderband und drückst E. Nö, ich kann hier nichts aufsammeln. Bei mir war das immer so. Also der Scheiß ist ja die ganzen... Ah, natürlich. Geh doch einfach aufs Förderband mal und wenn da irgendwas liegt, kannst du es mit E aufsammeln. Ja, das ist ein Problem. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Ich stehe am Förderband und... Na? Okay, ganz schwierig geht das, aber ja, es geht. Ja, toll. Es hängt irgendwas in der Schmelze danach. Das kann ich schon wieder nichts aufsammeln. Warum ging das gerade und jetzt wieder nicht? Hä? Aber ja, es funktioniert. Das Kupfer kommt hier hinten an. Gut. Du
trotzdem stimmt hier hinten wieder nicht. So eine Scheiße. Genau deswegen. Komm, verschwinde, Schmelzer. Kuhschmelze. Her damit. Förderband. Nein. Willst du mich wieder beleben oder soll ich mich vor? Du bist so runtergefallen. Ja. A oder B? Ich kann nicht. Ja, ne? Na, Kacke. Also ich lieg ziemlich vor dem Weltraumlift. Ja. Ich weiß nur gerade gar nicht. Bin ich denn da auch runtergefallen? Hast du den Rest abgebaut? Nein. Nein, hab ich nicht. Keine Ahnung, warum. Weltraumlift. Ja, hier, hi, hier. Ach, da. Hi. Hä? Verstehe das gerade nicht, warum ich denn noch runtergefallen bin. Danke. Alter, ganz oben bist du runtergefallen, oder wie? Nee. Hä, warum ist denn da oben noch eine Ecke? Ich sehe bei mir noch eine Ecke da oben. Wo? Ich sehe sie nicht. Genau da oben. Also ich sehe sie gerade echt nicht, ne? Ja, kann sein, dass es verbuggt ist, weil da oben fehlt auch noch ein ganzes Stück. Und ja, ich habe teilweise abgebaut, aber... Ja, deswegen bin ich wohl noch nie runtergefallen. Ja, ich sehe sie halt wirklich gerade nicht, ne? Ja, ist okay. Das ist wahrscheinlich nur verbuggt bei mir. Das hey, Problem. Kannst du hier das aufsammeln, was hier auf dem Förderband noch liegt? Obwohl, scheiß drauf. So, ich werde erstmal ein Förderband errichten, aber nur damit ich das Zeugs einsammeln kann. Ich würde noch gerade. Ja, weiß nicht, ob da noch irgendwas hängt oder nicht. Wo hatte ich denn angefangen? Hier drüben irgendwo wahrscheinlich. So, Schmelze. Schmelzer. Das wäre die angeschrieben. Hallo, Schmelzer. Da. Förderband. Ich speichere mal, ne? Moment. Der hat ja keinen Unterschied bei dir. Und Strom euch noch. Ja, wir sind was? Übrigens kurz vor 7 Stunden. Schon. Ja gut. Achso, stimmt, da war ja noch was. Ich muss ja noch auswählen. Kupfer. Das mit dem LKW, das funktioniert, ne? Ja, das ist wo? Ja, der LKW wird ja auch angezeigt. Steht gerade hier bei uns an der Ladestation hier. Ach, man sieht die blauen Punkte. Ja genau, den kannst du, wenn du jetzt raufklettest, kannst du die blauen Punkte aber auch ausblenden. Als ja unten rechts in der Ecke, wenn du drauf standst, draufstehen, Aufnahme starten und so weiter, ne? Nee, oder im Aufnahme. Fahrzeug, ja. Genau, und da muss was ändern. Du kannst, wenn du im Fahrzeug stehst, das C drücken und dann kannst du die Sachen programmieren. Dann klickst du auf Aufnahme starten quasi, wählst du quasi aus wie mit dem Scanner hier nach Kupfer, Erz und so weiter. Ja. Dann fährst du deine Strecke ab, von Anfang bis komplett zum Ende. Und dann machst du Aufnahme beenden. Das ist ein normaler Scanner, wie du es normal bei C machst. Genau. Und du drückst einfach, steigst ihn quasi auf, drückst C, dann hast du dein Rad was zum Auswählen und dann wählst du die ganze, wählst es einfach nur aus, fertig. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Ach so, das. Du Hurensohn!
So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Ich denke mit der Gänse.